Ne? Ja, wunderbar. So, gut, wunderbar. Ja, mein Name ist Marc Steyer. Ihr seid heute hier, weil ihr den eBay SEO Experten Workshop mitmachen wollt. Der Ablauf wird jetzt wie folgt sein. Wir werden jetzt versuchen, vor dem Mittag fertig zu sein mit den Basics und den erweiterten Basics bzw. mit dem Theorieteil. Im Nachmittagsbereich wollen wir dann alle sukzessive eure Artikel bearbeiten. Das Ziel ist dann erreicht, wenn jeder eurer Artikel einen deutlichen Ranking-Push erhalten hat. Das sollte auch wirklich unser Ziel sein. Es wird heute Nachmittag garantiert extremst langwierig werden. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einen oder zwei ein Aufgabenpaket verteilen, was ihr an Maßnahmen zu machen habt, was wir dann besprochen haben. Und dann springen wir wieder zwei weiter und gehen wieder zwei nach vorne, wenn die Ergebnisse sichtbar sind. Der Michael überwacht es dann, er sieht dann halt, ob schon Ergebnisse erkennbar sind. Wenn die erkennbar sind, dann springen wir halt wieder und bessern gegebenenfalls nach oder besprechen das halt nochmal. Ansonsten haben wir die Schwierigkeit, ihr habt insgesamt alle zusammen 47 verschiedene Angebote eingereicht und wenn wir die durchgehen wollen, alle zum Schluss, das ist in der normalen Zeit nicht schaffbar. Deswegen gebe ich eigentlich auch immer ein offenes Ende, weil je nachdem, wenn wir ein paar Knaller dazwischen haben, die etwas komplizierter sind, die sich nicht so richtig bewegen wollen, dann dauert das schon mal etwas länger. Gut, dann fangen wir jetzt auch an mit den Basics. Ich jage da durch. Ihr könnt immer zwischenzeitlich und zwischendurch Fragen stellen. Das ist halt auch Sinn des Workshops, also interagieren. Alles das, was ihr fragen wollt, fragt. Und das möglichst sofort. Ja, fangen wir an mit den eBay Basics. 10 Basics haben wir. Prüft nach, ist euer... Ihr braucht es im Übrigen, das noch vorab nicht mitzuschreiben, ihr bekommt ein Handout. Also alle Folien bekommt ihr ein Handout im Nachgang per E-Mail geschickt. 10 Punkte, die ihr zu beachten habt, ist euer Account clean? Damit meine ich, wie sieht es aus mit euren Detail-Ratings, wie sieht es aus mit der Mängelquote, wie sieht es aus mit der Beantwortungszeit eurer Kundenanfragen, stimmt das? Denn auch das ist ein Ranking-Kriterium, was kaum welche sehen. Michael und ich haben mal herausgefunden, das wird einmal im Monat gemessen. Wir hatten mal einen Händler gehabt, der hatte seine ganzen E-Mails, also Kundenanfragen nicht beantwortet. Dann haben wir das erledigt bei diesem Account. Schwupp, um den 20. rum hatte der einen Ranking-Push von rund 10 Plätzen unisono durch die ganze Bank. Also achtet darauf, dass euer Account clean ist. Habt ihr alle verfügbaren Artikelmerkmale ausgefüllt? Die Artikelmerkmale bekommt ihr von eBay angezeigt, vorgegeben. Die solltet ihr alle ausfüllen. Wenn es Artikelmerkmale gibt, die überhaupt nicht passen für euch, dann ist noch die Frage, kann man trotzdem noch einen Wert eingeben oder aber ist ein völliger unsinniger Wert da? Wie wir damit umgehen, machen wir nachher im fortgeschrittenen Teil. Nutzt eine Getin oder wenigstens eine MPN. Das katalogbasierte Listing schreitet fort und fort. In vielen Produktbereichen ist es schon ausgerollt. Das bedeutet, ihr seid im Nachteil, wenn ihr keine Getin respektive ERN oder MPN nutzt. Produktbilder. Legt Wert auf Produktbilder. Das Auge ist mit. Tatsächlich, es ist mit. Ich meine, jetzt mal, ihr sucht euch euren Mann und eure Frau auch prinzipiell erst einmal visuell aus. Also der visuelle Eindruck ist extremst entscheidend. Und glaubt mir, ich habe ein Beispiel aus euren Angeboten, die ihr mir eingereicht habt, da kann ich nur den Kopf schütteln. Legt Wert darauf. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr nur Einzelartikel habt, dann versucht euch eine Möglichkeit zu geben, zu finden, wie ihr schnell ein Produktbild erstellen könnt. Schnell und professionell. Diese Möglichkeiten gibt es, die können wir dann nachher auch besprechen. Zeichen im Titel, achtet darauf, dass ihr die komplette Möglichkeit nutzt. Denn der Titel ist nun einmal das hauptsächliche Kriterium, wo ihr eure Keywords eingeben könnt, neben den Artikelmerkmalen. Beantwortet eure Käuferanfragen. Und damit meine ich jetzt nicht die oder den Weg, den ihr normalerweise geht über das M2M, Member-to-Member System von eBay. Ich zeige euch gleich noch im Fortlaufenden eine Folie, welches System ich meine, worauf ihr achten solltet, dass die wirklich
alle beantwortet sind. Ja, seid ihr mobil optimiert? Die Frage kann ich euch direkt beantworten. Kaum einer von euch ist hier mobil optimiert. Kaum einer. Ist eure Artikeldetailseite ansehnlich? Na, zumindest bei dreien bin ich der Meinung, sie ist es nicht. Habt ihr eure Mängelquote im Griff? Das könnt nur ihr sagen. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Artikeldetailseite und mobile Optimierung. 62%, eine ganz frisch veröffentlichte Zahl, gestern hat die eBay sie getwittert, 62% aller Käufe kommen mobil zustande. Das heißt, es ist eine Differenz, wie ihr eBay wahrnehmt und wie die Kunden eBay benutzen. Die Kunden nehmen das Handy, ihr sitzt am Laptop oder am PC, weil ihr im Büro seid, weil ihr euch den ganzen Tag damit beschäftigt. Und das muss in eure Köpfe rein. Und ihr müsst das kapieren, mobil muss der Kunde gefasst sein. Ja, ist eure Artikel-Detailseite ansehnlich? Da, das gleiche wie mit den Bildern. Der Kunde möchte schnell und gut zum Produkt geführt werden. Zum Produkt. Nicht zu eurem Logo, nicht zu eurem Firmennamen, nicht zu eurer Marke. Ihr wollt nicht, dass der Kunde eure Marke kauft, ihr möchtet verflucht nochmal, dass er den Sofortkauf-Button drückt. Das heißt, euer Produkt muss im Fokus stehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Mängelquote hatten wir schon, eine richtige Kategorie und habt ihr auch eine zweite Kategorie. Ich hatte gestern Abend noch getwittert, weil eBay getwittert habe ich nicht, aber ich habe es auf Facebook gepostet, weil eBay da wohl eine merkwürdige Kategoriezuordnung hat. Ein Belgrad-Kunde wunderte sich, dass sein Artikel nicht so gut gelistet ist. Er hatte den Artikel Dildo und der Dildo war gelistet in Innenraum, Einrichtung, Inneneinrichtung, so Haus-Inneneinrichtung. Und das passt natürlich nicht. Ne? Das war die Auto-Suggestion von eBay. Natürlich passt das nicht. Stimmt. Aber das ist egal. Wenn eBay das vorschlägt, macht es. Macht es. Und wenn das dann irgendwann einmal Kinderspielzeug sein sollte, so schräg es ist, macht es. Die Auto-Suggestion von eBay ist das einzige Kriterium, wo ihr einen Artikel nachlisten sollt. Ja, und verwendet eine zweite Kategorie. Wenn ihr einen Shop abonniert habt, ist es eh kostenlos und ich glaube, die Kosten für die zweite Kategorie halten sich auch sehr in Grenzen. Ja, und no Multilistings. Alle sind ja, oder viele von euch sind der Meinung, Mensch, wenn ich eine Multilistik habe, dann erhöht sich meine Sichtbarkeit und das ist dann ganz, ganz toll, dann bin ich ja richtig großartig im eBay-Ranking. Keinen interessiert das Ranking, keinen interessiert die Sichtbarkeit, am Ende des Tages interessieren nur die Sales. Und in der Tat, wenn ihr ein relevantes Produkt habt, dann seht zu, dass ihr die Sales auf allen Listings gebündelt bekommt. Dann werdet ihr prominent dargestellt, dann wird es wahrgenommen von den Konsumenten und dann konvertiert es auch. Das ist gemessen, das ist vielleicht in euren Köpfen alles noch nicht so richtig angekommen oder in vielen Köpfen noch nicht angekommen, aber keine Multilistings, die bringen sehr wenig. Ja, die Cassini. Cassini nennt sich die aktuelle Suchmaschine von eBay. Der Vorgänger davon war die Voyager. Die Voyager kennen wir, also die älteren eBay-Verkäufer unter uns, zumindest ich mit meinen grauen Haaren. Noch hier ging es darum, dass die Produkte gelistet waren nach dem Endzeitpunkt. Das heißt, je näher ein Artikel begann an seinen Endzeitpunkt zu kommen, desto prominenter wurde gelistet. Die Cassini ist der Meinung, alles anders zu machen. Hier gibt es den Best-Match-Algorithmus. Das bedeutet, das, was die Suchmaschine meint, am relevantesten für den Kunden darstellen zu können, stellt sie dar. Das heißt, hier geht es ausschließlich um die Relevanz des Kunden. Das differenziert sich nachher auf in einige andere Merkmale noch, zu denen wir gleich kommen im Grunde genommen. Geht es darum, dass ihr die Cassini bedienen möchtet, solltet, in dem Punkt, wie sie es auch tatsächlich wünscht. Das ist nicht immer einfach, denn die Cassini funktioniert kontextual. Das, was in einer Kategorie funktioniert, funktioniert in der nächsten nicht. Das ist ganz einfach so, weil es hängt immer davon ab, wie zum einen das Kaufverhalten ist, der Kunden, wie die Akzeptanz gewisser Merkmale ist. Bei manchen Kategorien funktioniert der kostenlose Versand brillant, bei manchen funktioniert er überhaupt nicht. Bei manchen Kategorien ist es wichtig, viele Beobachter zu haben oder auch einen guten Traffic zu haben. Bei manchen ist es fast egal. Und
So wie sich das Kaufverhalten ändert, verändert sich natürlich auch die Kaffeinmenge ständig. Das bedeutet also, es ist wichtig, dass ihr beobachtet, wie verhält sie sich denn gerade. Und das war im Übrigen auch genau der ausschlaggebende Punkt, warum vor genau einem Jahr und zwei Tagen Belgraf live gegangen ist oder welche Idee hinter Belgraf steckte, dass wir das nicht messen konnten. Ich habe in Stuttgart einen Workshop gehalten und auch in ehrlicher Art und Weise genau das gesagt. Aber ne, wenn man halt, wie will man feststellen, ob sich das Verhalten der Cassini ändert, wenn man es nicht messen kann? Man braucht irgendetwas, um sein eigenes Ranking zu messen. Nur so kann man feststellen, ob sich was verändert. Und so aus der Idee ist halt Belgraf entstanden. Wie sucht die Cassini? Sie sucht personalisiert nach Region, nach Browser, nach Interessen. Das kann eBay eigentlich schon ganz gut herausfinden. Wenn man selber mal schaut, welche Vorlieben eBay bei einem erkennt und auch anzeigt, beziehungsweise durch die Werbe-E-Mails schickt, ist manchmal nicht ganz falsch. Orientiert sich klar natürlich stark nach dem, was man selbst anschaut, aber eBay findet dann in der Regel auch immer korrespondierende Ergebnisse. Ja, die Anzeigen variieren. Das bedeutet, wenn ihr jetzt alle gleich irgendwann einmal einen Suchbegriff eingebt in die eBay-Suche, erhaltet ihr nahezu alle unterschiedliche Ergebnisse. Die sind zwar verkraftbar, aber gerade in den Punkten, in den Plätzen, bin ich jetzt nur auf der zweiten Seite, bin ich auf der ersten Seite, da wird es dann schon kritisch, da können die schon mal weit auseinanderhauen. Aus diesem Grund muss man versuchen, ein objektives Ergebnis zu finden. Das kann man halt, ein objektives Suchergebnis, das kann man sich halt über die API anzeigen lassen. Das macht dann Sinn, dass wer selbst eine API entwickeln kann, kann sich über die API entwickeln und die meisten von euch nutzen Belgraf. Über Belgraf arbeiten wir halt über die API. Ja, und die Cassini arbeitet im Sekundentakt. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben einen Live-Graphen. Das bedeutet, da seht ihr tatsächlich, wie stark die Artikel hin und her schwanken in Listings. Das könnt ihr in euren eigenen Angeboten gar nicht so sehen. Aber ihr werdet erkennen, dass die meisten Produkte nach 10 Plätzen rauf und runter im Sekundentakt springen. Das ist Wahnsinn. Am besten sucht die Cassini. Ja, die Cassini sucht kategoriebasiert. Also, wenn ihr einen Suchbegriff eingibt, in diesem Fall Reizwäsche, dann werdet ihr automatisch in die Kategorie Damenunterwäsche geleitet. Das könnt ihr bei Autoprodukten, bei allen möglichen Produkten halt probieren. Das ist halt auch der Grund, warum es so wichtig ist, in der richtigen Kategorie zu sein. Ihr müsst wissen, eBay-Artikel-Listen in der richtigen Listen-Kategorie basiert. Ja, und das ist eine eBay-Grafik. Das ist die Patentanmeldung der Cassini von eBay. Das ist die Patentanmeldung von eBay für die Cassini. Und hier kriegt man es auch perfekt erklärt. Also, wir haben den Best Match Score. Je höher der Best Match Score, klar, desto höher ranke ich. Der setzt sich zusammen aus Relevanz, Listingqualität und Einhalten der Business Rules. Damit ist gemeint, wie clean ein Account ist. So, gucken wir uns an. Was wird hier gemessen? Promotions, Power-Seller-Status, also habt ihr einen Power-Seller-Status, bietet ihr Free Shipping an und habt ihr einen High-Seller-Quality-Score. Genau da sind, das ist das Weiche, was gemessen wird, der High-Seller-Quality-Score. Seid ihr ETHS, also Top-Rated-Seller, ist eure Mängelquote sauber, ist produktbasiert, und es ist alles produktbasierte Betrachtung, produktbasiert stimmen eure Retouren. Hohe Shipping-Kosten, werdet ihr abgedrängt, und Low-Seller. Quality Score, werdet ihr auch abgedrängt. Und ganz im Ernst, manchmal, und die Fragen schon oft gesehen, dass wenn ihr die Frage stellt, Mensch, warum rankt der denn auf Platz 1 und ich nur auf Platz 2? Und ich muss die beantworten. Und ich sehe, dass die Artikel nahezu komplett identisch sind. Und frage ich mal, zeig mir mal dein Verkäufercockpit, wie sind deine Mängel, wie sind die beantworteten Fragen, wie ist deine Retourenquote? Ja, da hatten wir jetzt zuletzt, bam, da ist ganz genau dann die Lücke. Also ihr müsst genau das halt auch immer betrachten.
die Schwierigkeit ist halt nur die, die könnt ihr nicht vergleichen mit den Wettbewerbern. Eure eigenen könnt ihr sehen, ihr seht aber nicht die eurer Wettbewerber. Nur ihr könnt halt, oder ich kann euch versprechen, wenn ihr so eng nebeneinander steht in den Listings, dann ist, und alle anderen Parameter sind nahezu identisch, dann ist das hier das Zünglein an der Waage. Das kann ich euch sicher versprechen. Ja, Listingqualität, Search Impressions, Views, Transactions. Ganz klar. Werde ich häufig in der Suche angezeigt, klicken die Kunden häufig auf meinen Artikel, habe ich Transaktionen. Aber es gibt viele Transaktionen. Klar, hier auch nochmal Preis, Versandkosten, Zustand, Duration. Und dann, ganz, ganz wichtig, überall, wo hier Media steht, hier haben wir die wichtigen Dinge. Der Median des Verkaufspreises, Median Versandkosten, Median Impressionen, Median Views, Median Transactions. Das ist, was ich eben sagte, es ist eine kontextuale Suche. Hier sind die Parameter, die sich immer im Verhältnis zu euren Wettbewerbern darstellen. Ja? Hat eurer Wettbewerber einen günstigen, oder haben viele eurer Wettbewerber einen sehr günstigen Preis? Oder tümmeln sich viele Wettbewerber um einen bestimmten Preis herum? Dann wird da der Median liegen. Dann muss man genau den betrachten. Ich glaube, bist du eigentlich, sind wir aus der Beta-Phase eigentlich raus? Nee, noch nicht. Okay, jetzt zeige ich euch gleich aber eine Funktionalität von Bellgraph, dass wir den Median schon darstellen können. Genauso bei den Versandkosten. Haben alle die Versandkosten inkludiert in den Preis, dann müsst ihr das auch so machen. Ja, und die Views könnt ihr auslesen, die Impressionen könnt ihr auslesen, die Transaktionen halt auch. Das sollte dann immer irgendwo im Mittel sein. Wenn ihr da rausspringt, werdet ihr kaum Chancen haben, nach oben zu kommen. Und das ist ganz genau noch einmal. Das sind die wichtigen Punkte, wo ihr immer auf eure Wettbewerber achten müsst. Das wissen die wenigsten, weil das halt recht weiche Kriterien sind. Ja, Relevanz sagt im Prinzip aus, wie stark eBay jetzt der Meinung ist, dass ihr die Suchintention des Verbrauchers halt trefft. Das ist meines Erachtens auch die wichtigste Folie überhaupt. Und den jemals relevantesten Artikel, den ich geschrieben habe zu eBay SEO, der behandelt diese Folie. Und ich sage eigentlich nahezu alles. Klar, da geht mal ein bisschen was rauf, geht jetzt mal ein bisschen was runter. Die Frage ist jetzt, wie genau gewichten jetzt die einzelnen Parameter, die werden nicht gleich gewichten, aber trotzdem alledem, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Die Zahlen, die da stehen, 61, 62, 64 und so weiter, was bedeuten die? Die verweisen auf Erklärungen. Die weisen noch auf Schrift. Das ist halt mit Gewichtung nichts. Nein. Nee, das ist die komplette Patentschrift, die du hast. Die kannst du im Übrigen ja googeln. Also die kannst du ja googeln, so bin ich halt auch drauf gekommen. Ich habe mir irgendwann mal den Spaß gemacht, einfach mal Google zu bedienen, mal gucken, welche Patente eBay so alle angemeldet hatte, und da war ich dann völlig entgeistert, dass ich das Cassini-Patent gesehen habe. Und das habe ich im Übrigen erst 2017 gesehen. War für mich eine ganz krasse Erkenntnis, dass das, was ich im Prinzip blind durch eigenes Ausprobieren herausgefunden habe, habe ich dann nie bestätigt bekommen. Ich habe also auch in der Vergangenheit nicht viel Quatsch erzählt. Das fand ich krass. Ja, aber es ist irgendwie nie aufgetaucht. Und in Medien auch, in keinen SEO-Kursen, auch in Staaten nicht. Ich habe es nirgendwo gesehen. Also ich war auch überrascht. Ja, also, dann kommen wir jetzt mal zu den Leistungskennzahlen, zu den KPIs bzw. zu den Key Performance Indicators. Das ist einmal das Ranking. Wir wollen halt oben stehen. Das sind die Sales, das sind die Besucher, das sind die Detailed Seller Ratings, das sind die eigenen Bewertungen. Und was ist falsch? Wir werden am nächsten die Hintergrundbilder da haben. Ja, gut. Das ist dann die. Bitte? Müssen ja nicht immer Frauen sein. Nee. Ich meine, als Hintergrundbilder. Ja, du hast ja was gedacht dabei. Jetzt ist eine spannende Frage, was? Solche Reaktionen. Das ist.
Ich habe diese Folie irgendwann mal gemacht, auf so einer furchtbar langweiligen Veranstaltung in Bielefeld von irgendeinem großen Logistiker. Und da dachte ich, bist du mal mutig, guckst du mal, wie das ankommt bei Audio. Da saß ein Flipsträger und dachte ich, das machst du mal. Und daher ist die. Ja, ja. Und dann hat man noch die Sell-Through-Rate, beziehungsweise die Conversion-Rate, das Verhältnis Besucher zu Sales. Das sind die Dinge, die gemessen werden. So, und jetzt gucken wir uns einmal mal an, was spielt denn so die Cassini? 2500 Angebote ranken auf Top 20 der ersten Seite in 30 Tagen. Sieht dann so aus. Und dann seht ihr mal, wie... das Keyword war Kommode. Dann seht ihr aber mal, wie volatil die Cassini ist. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was ihr von Amazon kennt. Apropos Amazon, muss ich auch mal sagen. Danke Michael, du guckst bestimmt zu, wenn ich einmal das T-Shirt anhabe. Der Michael Groß hat es noch nicht an, aber er redet sich raus, ihm passt es nicht. Aber mir hat es gepasst. Danke dir, Michael, nochmal. Ja, danke an Amalize AG für die zur Verfügung stellen des Raums und für die ganz, ganz tolle Bewirtung. Also, das ist der Unterschied zu Amazon. Bei Amazon bewegt sich kaum etwas im Ranking oder sehr schwer im Ranking. Wohingegen bei eBay das in einer unglaublichen Zahl passiert. Also, dementsprechend unterscheiden sich die SEO-Maßnahmen in zwei Bereiche, einmal On-Page und einmal Off-Page. Das Grüne ist die Off-Page. Facebook-Gruppen, klar, gehört nicht dazu. Beobachter, wenn ich die gewinnen möchte oder wenn ich Käufer möchte, dass die mir das Produkt in den Warenkorb legen, dann ist auch das eine Off-Page-Maßnahme, die gemacht werden kann. Genauso gut wie Besucher und Traffic. Die On-Page-Maßnahmen sind Preisvorschlag, Streichpreise, Rabatte, Newsletter, richtige Menge, Bewertung auf Artikelebene, Preisänderungen verursachen einen. Eine Push-Benachrichtigung bei euren Beobachtern, wenn ihr also jetzt organische Beobachter habt und ihr verändert den Preis, werdet ein Cent billiger, dann erhält ihr eine Push-Nachricht. Und das könnt ihr halt auch entsprechend spielen, auch automatisieren, dann kriegen eure Verbraucher, eure Kunden eine Benachrichtigung. Keywords in Varianten, das zeigen wir euch nachher, wie das geht. Kategorien, das heißt die richtige Kategorie, den guten Titel und die richtigen Artikelmerkmale. Das sind im Großen und Ganzen auch die Dinge, die wir nachher angreifen werden. Und das sind halt auch die Dinge, die die meisten wirklich in der Tat vergessen. Einen Fehler habe ich hier noch drin. Den Ratgeber gibt es leider nicht mehr bei eBay, den habe ich offensichtlich noch nicht rausgestrichen. Aber ihr bespielt ganz, ganz selten die Newsletter-Möglichkeit, die ihr über eBay habt. Wer von euch hat in den letzten 4 Wochen ein Newsletter über eBay? Keiner. Hab's vermutet. Ja. Mhm. Echt? Mhm. Aber es ist auch ein bisschen stiefmütterlich, das ganze Konstrukt. Aber ich hau's ab und zu raus. Bei uns ist es eh so ein bisschen kleiner. Wir haben 500 Abonnenten, gucken sich in etwa 150 an. Das ist doch schon mal, das ist nicht übel. Macht manchmal auch, man merkt, wenn es was Gutes ist, wenn es auch um Preisreduktion oder so geht, dann merkt man auch, dass das was bringt. Jetzt nicht massiv, aber es bringt was. Ja, das wäre für dich wäre das interessant, mit Sicherheit, weil du mit deinen Filmchen, mit deinem Trash-TV krass. Oder einer, wer ist denn derjenige, der Möbel macht, der die Antikmöbel macht? Macht einer von euch Antikmöbel? Genau, für dich wäre das was aus, der Newsletter. Ja, ganz genau. Schaut zu, was eure Follower sagen. Ja, Social Media, die Ratgeber, wie schon gesagt, sie funktionieren leider nicht mehr, aber. Schaut zu, dass ihr eure Produkte in verschiedene Deals-Communities reinbekommt. Und viele vergessen auch die Möglichkeit, Versandrabatte einzurichten. Auch das haben wir gelernt. Versandkosten zweimal spielten die eine Rolle. Also denkt daran. Eine Frage noch? Ja. Deals-Communities? Deals King, Euro-Deals und die Anleitung für, wie du bei MyDeals pushen kannst, findest du bei mir im Blog. Musst du einfach MyDeals angeben, dann gibt es irgendwie eine Anleitung. Von der Außenseite auf die eBay-Seite kommt. Genau, exakt, ja. Richtig, ja.
und die Anleitung funktioniert auch noch. Musst du halt ein bisschen aufpassen, also musst halt stringent gehen. Es gibt einen anderen eBay SEO Rockstar, der das zuletzt probiert hat. Der hat es halt leider falsch gemacht, der hat meine Anleitung nicht so richtig gut gelesen, neben seine Accounts sind gesperrt worden. Also jedenfalls musst du dich wirklich echt an die Anleitung halten. Und du kannst ja auch mit mehreren Accounts arbeiten. Das ist kein Problem. Ja, Ratgeber gibt es nicht mehr. Scheiße ist das. Die waren richtig großartig. Die haben so geil bei Google gerankt und ihr hattet so großartige Möglichkeiten, da Informationen unterzubringen. Aber egal, sie gibt es nicht mehr. So. Und ganz im Ernst, alles das, was ich euch jetzt beibringe, ist scheiße, wenn am Ende des Tages der Kunde nicht kauft. Das bedeutet, die SEO ist nur ein Steigbügelhalter, dass die Kunden euer Produkt sehen. Danach, ganz System, haben wir einen so großen Prozess, bis der Kunde seinen Artikel dann tatsächlich auch kauft, nicht retourniert. Das bedeutet allerdings auch, dass, wenn ihr es jetzt schafft, eure Artikel auf den Platz 1, Platz 2, Platz 5 zu bekommen, und ihr dann keine Conversion habt, dann seid ihr genau in der Hälfte stehen geblieben. Der Kunde muss dann auch konvertieren. Was nutzt es, wenn ihr sichtbar seid, aber keiner kauft? Nutzt euch nichts. Insoweit ist die SEO immer nur die halbe Miete. Das dürft ihr nicht vergessen. Also ich bin jetzt hier keiner, der einen magischen Stab in der Hosentasche hat oder der mit einem magischen Stab mit Sternenpulver groß geworden ist, der euch jetzt Geheimnisse verraten kann, dass ihr ganz doll verkauft. Da gehört noch mehr zu. Ich kann euch mit Sicherheit sichtbar machen, ich kann euch mit Sicherheit Hinweise geben, aber am Ende des Tages habt ihr auch ganz, ganz viel zum Thema Usability, Benutzerführung, ansehnliches Design zu tun. Und das ist eure Hauptaufgabe, die ihr vor euch habt. Gucken wir uns das einmal in der Realität an. So sieht es bei einem Mitglied aus, bei einem Workshop-Teilnehmer der Vergangenheit aus, schon gar nicht mal so übel. So macht es, ich glaube, das ist Mediamarkt. Ja, das ist Mediamarkt links auf der Mediamarkt-Seite. Und das ist Saturn. Sehr übersichtlich, die wesentlichen Daten da, Preisinformationen da, wunderbar. Kein Schnickschnack. Das ist prima. Wisst ihr, welche Seite das ist? Von welcher Seite das? Ganz genau. Das ist eine Top-Artikel-Detail-Seite. Lasst das mal auf euch wirken und überlegt mal gerade, was habt ihr denn da so alles stehen? Versucht einfach mal selbst jetzt schon mal zu reflektieren, was ihr habt. Das ist ein mörder Unterschied. Und das ist gut. Zack, 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 hier die verschiedenen Ansichten. Hauptbild, Marke, kurzer Titel, go. That's it. Klar, kann man da jetzt, wenn man noch mehr Informationen dem Kunden präsentieren möchte, könnten noch Bullet Points hin und alles okay. Aber viel mehr muss nicht da sein. Also man sollte nicht über die 80 Zeilen ausnutzen, wie du am Anfang gesagt hast, weil das ist ja nun... Das ist nicht der Titel, das ist jetzt, wir sind jetzt in der Artikel-Detail-Seite, da sollte halt ein Kurztitel hin. Da sollte in der Tat ein Kurztitel hin. Kein Langtitel. Ich weiß, viele nehmen den eBay-Titel, schwupp, und geben ihn dann in die Artikelbeschreibung nochmal rein und wiederholen ihn. Aber das ist eine Wiederholung, die Quatsch ist. Zum einen werden wir gleich lernen, ich stelle euch gleich ein Studio vor aus Amerika, da sind 1 Million eBay-Titel untersucht worden, wie halt ein eBay-Titel am besten aufgebaut ist. Wenn ihr nach diesen Advices einen eBay-Titel aufbaut, dann taugt der nichts für die Wiederholung auf der Artikel-Detail-Seite. Da solltet ihr euch tatsächlich einen Kurztitel für jedes Produkt anlegen. Aber da kommen wir auch nachher zu einem ganz anderen Problem noch zu, wie ihr technisch aufgestellt seid, weil das wird gleich ein ganz wesentlicher Punkt werden, der halt auch auf solche Herausforderungen eingeht und auch das Thema Kurztitel wird da behandelt. Ich habe das jetzt richtig verstanden, das waren jetzt Screenshots von Webseiten, nicht von eBay. Genau, okay. Das ist, genau, exakt. Wenn du auf Zalando gehst,
siehst du genau so deine Produktdetailseite. Ich bin mir sicher, dass Zalando das schon ganz gut macht. Das heißt, dass das ganz gut konvertiert. Und darauf vertraue ich auch. Ich habe nicht viel Ahnung von UX, also nicht ganz so viel. Bin aber der Meinung, dass diese Produktdetailseite großartig ist. Sehr sachlich, großartig. Sie vermittelt die wesentlichsten Dinge. Wenn sie noch ein bisschen, wenn ich jetzt so weiter tiefer gehen würde, würde ich noch mehr Informationen erhalten. Das ist wie eine Pyramide aufgebaut. Ne? Oben die Risiken, und wenn ich noch mehr dem Kunden zur Verfügung stellen möchte, stelle ich ihn zur Verfügung. Das kann ich auch. Ne? Kurzbeschreibung, also Bullet Points, Kurzbeschreibung, Langbeschreibung. Und dann für die es ganz tief wissen. Und wenn ich das in Smart rüberbringe, also da kann ich großartige Individual-Templates bauen, aber ganz im Ernst, so weit seid ihr nicht. Ihr müsst überhaupt erstmal überhaupt ein vernünftiges Template haben. Überhaupt mal was halbwegs Vernünftiges. Aber das gucken wir uns auch gleich an. So, ja, hatte ich eben schon angedeutet. So stellt ihr euch vor, wie eure Kunden einkaufen. Na, Kaffeetasche. Das sind verärgert und keine Zeit. Das sind grimmig. Nee. Sie löffeln aber neben dem Handy. Ne? Also. In der Realität werden die Kaufentscheidungen meist unterwegs getroffen. Das stimmt im Übrigen auch. Ich habe kürzlich in Portugal einen Vortrag gehalten und habe dort die Studie vom HDE auf Englisch übersetzt, und dort wurde auch gefragt, wo werden Kaufentscheidungen getroffen und wie nutzen die Deutschen ihre Devices. Und das ist in der Tat so. Nur dann, wenn sie irgendwo warten, irgendwo stehen, eine Pause haben, dann wird mal schnell was gemacht. Und ganz ehrlich, meine eigene Realität, ich sitze den ganzen Tag vor meinem Rechner. Aber wenn meine Freundin abends sagt, hör mal Marc, du brauchst noch mal ein neues Paar Socken, dann liege ich im Bett, greife nach hinten, mache meine eBay-App auf, kaufe mir ein paar Socken, zack, und es ist gut. Habe ich das auch direkt erledigt, kriege keinen Ärger mit meiner Frau, ist die Welt gut. Ja, aber so ist aber die Realität. Ne? Das machst du dann mal eben schnell. Ne? Wenn du mal eine Ansage kriegst, mach mal das, mach mal jenes. Du nicht? Du guckst so grimmig? Ja, das stimmt schon. Ne? Aber das müsst ihr verinnerlichen. Das sind eure Kunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht euren Blick auf eure Produkte, sondern der Blick der Kunden auf eure Produkte. Das ist der wichtige Punkt. Dementsprechend ergibt sich hieraus etwas Gutes und Schlechtes. Schlecht, schlecht, gut. Man sieht was. Ja? Produkt im Fokus, Titel hier noch viel zu lang, für meine Begriffe, Beschreibung. Und da werden wir auch nachher nochmal diskutieren können, ob wir überhaupt ein zusätzliches Produkt Foto in der mobilen Ansicht benötigen. Wir werden nachher mal eine Customer Journey machen mit der eBay App. Das heißt, es sollte jeder seine eBay App installiert haben. Und wenn wir mal ein Produkt aufrufen und einfach mal vom Produktaufruf bis hin zum Kaufbutton das einfach mal durchgehen, dann werdet ihr vielleicht auch einiges an mehr Erkenntnis gewinnen, und vielleicht diskutieren wir dann die Frage, ob ein Bild in der mobilen Beschreibung überhaupt Sinn macht, noch einmal neu. Also, definiert eine mobile Kurzbeschreibung. Erschreckend, dass es kaum einer hat. Erschreckend. Mann. Kaum einer von euch hat eine. Ja, Bild, Ladezeit. Braucht ihr wirklich ein Bild? Wir diskutieren es nachher. Verwendet Bullet Points. Auch zu diskutieren hier. Hier verwendet er... Ich mobile Kurzbeschreibung, meinst du jetzt original T-Shirt, Herren, schwarz, neu, dass das eine andere Kurzbeschreibung sein soll? Oder meinst du, sie wächst da drunter? Nein, ich meine die eBay-mobile Kurzbeschreibung, die meine ich. Das ist eine eBay-mobile Kurzbeschreibung. Zeige ich euch gleich, wie ihr so einrichtet, können wir auch gleich live machen. Weil dann werdet ihr nämlich feststellen, dass nur das Vorhandensein einer mobilen Kurzbeschreibung, egal was ihr da für einen Murks reinschreibt, das ist doof, wenn ich das jetzt sage, die bringt einen Ranking-Push. Das Vorhandensein einer mobilen Kurzbeschreibung bringt einen Ranking-Push, nur dass sie da ist. Das ist witzig. Aber das ist jetzt noch einmal, ne? Nicht meine Empfehlung. Meine Empfehlung ist, macht eine sinnvolle mobile Kurzbeschreibung rein. Das ist der richtige Punkt. Weil dann sind wir nämlich, sonst sind wir nicht in der Situation,
dass ihr jetzt einen Ranking-Push habt, aber im Prinzip, die Kunden kommen sich verarscht vor und konvertieren nicht. Das ist doof. Ja, hier zum Thema Beschreibung, hier würde ich, wie schon gesagt, ein schnell konsumierbares Format wählen, also grundsätzlich kurze Sätze, wenn es denn schon Sätze sein müssen, am ehesten Bullet Points und halt auch nicht zeilenübergreifende Bullet Points. Ja, vermeidet Wiederholung. Das heißt, alles, was eBay an Informationen den Verbrauchern mitgibt, müsst ihr nicht noch einmal wiederholen. Die Schriftgröße sollte mindestens 12 Pixel sein. Und es hilft wirklich, wenn ihr mal eure eigenen Produkte euch auch mal mobil anschaut. Das machen wir gleich. Im Übrigen ist das auch alles nachzulesen, aber die Links, die kriegt ihr nachher im Verkäuferportal von eBay. Und da will ich immer eine Lanze verbrechen. Ganz im Ernst. Es ist für mich unbegreiflich, dass ich die Basics nicht nur ständig wiederholen muss, sondern auch feststelle, dass ein Großteil der Händler, das ist jetzt egal, ob ich in München bin, in Köln, Gott weiß wo, einfach nicht anwendet. Und eBay reißt sich ehrlich gesagt den Arsch auf, euch diese einzutrichtern. Das Verkäuferportal. Stellt euch PDFs zur Verfügung. Stellt es euch schriftlich zur Verfügung. eBay lässt seine Mitarbeiter vor der Kamera rumturnen. Ihr kriegt großartige Videos bereitgestellt. Aber keiner schaut sie. Kaum einer setzt die Sachen um. Und jetzt mal im Ernst. Ich meine, welches Interesse hat eBay? Interesse an eBay verfolgt ein einziges Interesse. Gebühren. Wie kriegt eBay Gebühren? Ihr verkauft. Das heißt, was passiert? Ihr zieht am gleichen Strang. Jetzt sind wir mit Sicherheit uns einig, dass eBay das großartigste Unternehmen ist, was es schafft, Dinge zu verkacken. Bin ich bei euch. Aber die verkacken nicht alles. Also 93 Milliarden Außenumsatz, also Cross-Merchandise-Volume, GMV, die kommen irgendwo her. Also eBay ist schon gut. Ja? Besser als manche glauben. Und ich behaupte auch, ganz steile These, wer der Meinung ist, bei eBay gehen seine Umsätze zurück und das sei eBay schuld, der liegt falsch. Meine These ist die, derjenige hat eBay nicht verstanden. Der ist nicht da stehen geblieben, der ist nicht in der Zeit gegangen und erfüllt einfach nicht die aktuellen Anforderungen. Es gibt genug neue Verkäufer, die sich die Tasse richtig, dusselig und dämlich verdienen mit eBay. Und es gibt auch Händler, die haben auf eBay höhere Umsätze als auf Amazon. Meine, Amazon ist relevant, Amazon ist gut, Amazon ist wichtig und Amazon ist auch mit Sicherheit für viele der wichtigste Verkaufskanal, aber es gibt halt auch eBay und eBay kann was. So, dann kommen wir jetzt noch zu den ganzen Mythen. Viele von euch machen das Geschäft schon lange und viele haben sich über manche Dinge Gedanken gemacht, aber es gibt halt auch viele, viele Vorurteile. Und die haben wir einmal ausgemessen und belegen oder widerlegen sie jetzt. Künstliche Verknappung. Ist, glaube ich, gestern spät abends noch bei mir in der Facebook-Gruppe gestellt worden. Ja, wie ist denn das mit künstlicher Verknappung? Wie wirkt das denn aufs Ranking aus? Wenn ich künstlich verknappe, kacke ich auf dem Ranking. Zack, zack, zack. Bin ich ganz. Tschüss. Und da ist er hier von dem Platz, weil das ist der beste Platz gewesen, irgendwie 40, 50. Schwupp. Ist er aber letzten Endes runter auf 120 gelandet. Warum? Eigentlich gesunder Menschenverstand. Wenn ich nur 5 Stück an Lager habe, warum sollte ich dann an eBay's Stelle erkennen, dass das Produkt relevant ist? Wenn ich doch die ganze Nachfrage mit den 5 Stück eh nicht bedienen kann. Also ranke ich so ein Produkt nach unten, logischerweise. Ist ja klar. Und das ist genau der Punkt. Relevanz muss da sein. Ihr seid nur geil auf diesen schönen kleinen Berg, nur 98% oder 80% bereits verkauft. Den wollt ihr alle sehen. Und sagt, ach, der konvertiert. Scheiße, tut er nicht. Der Punkt ist der, ihr müsst den Bedarf befriedigen können. Und ihr müsst in der Lage sein, das auch ausreichend zu machen. Also ausreichend Bedarf zu befriedigen. Jetzt haben manche 10 Stück online und haben 100 Beobachter. Was denkt jetzt die Cassini? Die Cassini denkt sich, boah, scheiße, der hat schon 100 Interessenten, hat aber noch 10 auf Lager. Das kann, oh, das ist doof. Nee, nee, renken wir mal lieber nach hinten.
Das bedeutet, ihr müsst auch die Anzahl der Beobachter mit in eure Bedarfsplanung mit einbeziehen. Ne? Wichtiger Punkt. Ist ja auch eigentlich logisch. Ne? Wenn ich Kunden habe, die sich für mein Produkt interessieren und eBay hat keine Ahnung, ob es jetzt so gefakte Beobachter von euch sind oder ob es organische sind. Das kann eBay nicht feststellen. Aber was du feststellen kannst, das sind 100 Beobachter, 10 hat er an Lager, das ist doof. Das heißt, so ein Produkt geht nach unten. Also dieses Mindeste, der Mindestlagerbestand sollte eher euer Beobachter sein. Das mache ich, wenn man hauptsächlich einzelartig hat, dann bin ich ja meistens unten. Da hast du völlig recht, aber hast du neue oder gebrauchte Artikel? Gebrauchte. Siehst du? Und dann bist du auch in einer anderen Kategorie und dann greift halt das, was wir eben halt hatten, kontextuales Verhalten. Ne? Wenn richtig, du hast Antiquitäten. Ich glaube, keiner hat 100 gleiche Stühle als Antiquität da. Ne? Also insoweit. Stirbst du den gleichen Tod wie deine Wettbewerber, okay, und bist aber halt gerettet dadurch, dass auch eBay daran denkt, dass du halt da die kontextuale das kontextuale Erfassen deiner Kategorie hast, was die Cassini macht. Boah. Okay. Kurze Sätze, ne? Ich hatte es eben noch gesagt. Ja, dann No Sales und Tschüss, genau so ist das. Habt da keine Verkäufe, wupp. Dann geht ihr mal eben schön nach unten. Der ist hier gekommen von irgendwie Platz 1. Ne? Und ist dann irgendwie 1200 völlig. Das war mal ein Bauangebot. Und das Bauangebot hatte ich mal getrackt und dann einfach mal gesehen, wie das denn so funktioniert. Zwei Sachen lernen wir hier raus. Bauangebote zu haben, das ist mal richtig großartig, weil der ist, hat richtig cool verkauft, richtig cool Traffic gehabt, Beobachter drauf gehabt. Also alles großartig, aber Anzahl der Beobachter geht zurück, der Traffic geht zurück, Verkäufe gehen zurück und wenn die Verkäufe zurückgehen, geht auch das Ranking zurück. So, wie wirken sich Sales aufs Ranking aus? Gleiche Antwort, auch noch einmal. Sales, Position, so unterste Ergebnisse, erste Seite, wupp, in den Top 5. So wirken sich Sales aus. Also Sales sind gut fürs Ranking. Das richtige Keyword-Setup macht es. Ja. Position 300, Position 1. Nur Veränderungen im Titel und woanders die Keywords eingefügt, das lernt ihr dann vorgestellt. Ganz easy. Ist nicht schwierig, was das Ranking angeht. Nee, ist nur das Keyword-Set an dem Produkt verändert worden, sonst nichts. Was sind die Verkaufszeiten bei eBay? Wenn ihr mal so einen richtig großartigen Artikel habt, den ihr, der, ja, das könnt ihr so nicht sehen, das ist, kriegt ihr an Folien eh im Handout mit. Wenn ihr mal einen richtig krass nachgefragten Artikel habt, hier mal übrigens einen Backenausfall von auf einer API, dann seht ihr hier ganz genau, wunderschön, so um 8, von 8 bis im Vormittag ein bisschen, so kurz vor Mittag geht es richtig ab und dann im Nachmittagsbereich. Das sind schöne Zahlen, die man im Übrigen auch mal über Belgraph, die könnt ihr alle tracken, wenn ihr ein Belgraph-Konto habt und ihr wollt das mal für eure Kategorie feststellen, sucht euch mal ein Produkt aus, was in eurer Kategorie groß geht, legt es einfach bei Belgraph mit einem Keyword an, zack, lasst es laufen und dann seht ihr halt auch, zu welchen Zeiten die Sales in eurer Kategorie passieren. So, Keywords ranken unabhängig voneinander. Ja, sehr ähnliche Keywords und auch schwächere Keywords ranken in der Tat halbwegs ähnlich, aber man sieht hier einen Ausreißer, man sieht hier schon einen deutlichen Unterschied und manche Keywords schlagen völlig aus. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist der, wie wirken sich Preisänderungen aus? Wir haben hier einen Preis gesenkt von irgendwas um die 30 Euro runter auf 28 Euro. Das könnte aber auch genau umgekehrt sein. Wir haben einfach nur den Median ausgetestet. Das heißt, ihr habt eine direkte Wirkung Preis aufs Ranking, also Median aufs Ranking. Das seht ihr sehr, sehr deutlich. Das werden wir auch nachher in eurem Produkt mal ausprobieren. Ja, so werde ich reich. Ich lasse euch jetzt gleich alle runter machen. Michael kauft.
Läuft. Gerne. So, Preisänderung. Viele sind ja der Meinung, wenn sie einen Artikel out of stock haben, wollen sie ihr Produkt laufen lassen und setzen einfach den Preis hoch. Jana, im Grunde genommen könnt ihr das machen, das ist kein Problem. Setzt dann halt den Preis hoch und sobald dann wieder reduziert, schwupp, kriegt ihr euer altes Ranking wieder. Ich habe das einmal gemacht, hat wirklich einer, hat es auf über 1000 Euro hochgesetzt, hat einer gekauft. Scheiße, ich habe das Ding doch gar nicht mehr. Das ist wirklich passiert. Das ist mir auch mal passiert. Das habe ich auch noch gedacht. Ich denke auch, denkt er jetzt die Dinge noch Gold, aber ja. Kam keine Macke, kann nichts mehr, gar nichts. Das ist. So, was bringt ein Top-Angebot in Kategorie und Suche? Alte Ansicht noch ein bisschen. Aber ihr zahlt dafür 150 Euro, das ist zu teuer. Ihr bekommt in der Regel bei niedrigpreisigen Produkten die Kohle nicht mehr raus. Insbesondere deshalb, weil die prominente Anzeige einfach nicht mehr vorhanden ist in den Kategoriesuchen an den verschiedenen Einstiegsseitenstellen. Ich empfehle es euch nicht, konzentriert euch auf das Anzeigenformat von eBay. Da konzentriert euch drauf. Und lasst die Finger weg von Angebot in Kategorien und Suche. Es rechnet sich nicht. Oder in seltensten Fällen rechnet es sich. So, Preise, nicht der billigste gewinnt. Ganz genau so ist das. Hier haben wir sie dann nochmal ungefähr. Der Kunde hebt seinen Preis an, zack, sein Ranking geht nach oben. Und er macht gute Sales. Auch wichtiger Punkt. So, zum Thema Kategorien. Ziemlich oberes Drittel, Platz 1. Lego Duplo Bauplatte ist ja jetzt nur kein schwaches Keyword. Nur eine zweite Kategorie hinzugefügt. Nicht mehr, nicht weniger. Und schon ist das Ding im Ranking oben gestiegen. Also recht, recht einfach. Genau, ganz kurze Frage, weil du vorhin gesagt hast, den Artikelgruppenvorschlag von eBay sollte man auf jeden Fall annehmen, egal, auch wenn es Quatsch ist. Absolut, richtig. Das ist wirklich so. Das ist so. Okay. Das ist wirklich, wirklich, wirklich recht so. Einleuchtend, aber das geht ja nur, wenn ich ein direktes Angebot bei eBay erstelle, oder? Und dann kriege ich so einen Vorschlag, ja? Wäre eine Lösung. Ich meine, der Punkt ist, du musst es machen. Also ich meine, wenn das ist absolut Basics. Also egal, wie ihr es bis jetzt gehandhabt habt, ihr müsst genau das handeln. Hauptkeyword, eBay Suggestion und ab dafür genau in diese Kategorie und schreibt euch eBay oder schlägt euch eBay zwei Kategorien vor genau da rein. Wir wissen nicht im Einzelnen, warum eBay der Meinung ist, dass das so ist. Aber ich kann euch nüchtern sagen, falsche Kategorie, doofes Ranking. Um es jetzt mal ganz blöd zu sagen. Also eBay ist schlauer als ich quasi. Okay. Es liegt wahrscheinlich daran, weil ja die Kunden genauso dieses Keyword suchen. Nein, noch nicht einmal. Der Ansatz. Ist ein einfacher. Wenn eBay der Meinung ist, dass es relevant ist, ist es relevant. Genau. Ich habe eine andere Meinung dazu. Gerne, Michael. Ja, eBay möchte einfach nicht komplett den Marktplatz durchsuchen wegen einem Keyword und legt dann vorher fest, in welche Kategorien er eBay nach dem Keyword suchen möchte. Oder was? Punkt ist der, das kann falsch sein, das muss nicht zutreffen, aber. Einfach eine Performance-Geschichte, denke ich. Okay. Weil ich muss ein Autoreifen nicht unter Fahrradklicken suchen. Ne? Alles cool. Wir wissen es nicht, warum es so ist, aber ich muss auch nicht die Welt verstehen. Ich muss auch nicht überprüfen, ob die Erde wirklich rund ist. Ich gehe davon aus, dass ich nicht runterfalle. Damit ist es für mich völlig okay. Also, ich glaube, das sucht dort auch gar nicht. Gut. Ich hatte auch mal einen Film, wo er irgendeine andere Kategorie wollte. Wenn man dann Film gesucht hat, da ist er gar nicht aufgetaucht. Obwohl er gelistet war in der Film. Das glaube ich nicht. Wenn du in der Kategorie gelistet hast, weil eBay sie dir vorgeschlagen hat. Nee, ich habe einen Film genommen. Also ich wollte irgendwas Filmplakat oder so. Ganz genau. Ja. Was kann der? Das hat niemand können finden. Ja, das ist so. So, Preisverhältnis außerhalb des Medians.
noch einmal hier so richtig schön, er wird teurer, er geht nach unten, er geht im Ranking nach unten, er verändert den Preis, er geht wieder nach oben, er wird noch einmal teurer und kackt dann richtig ab. Wunderschön. Also, der Preis ist ein wichtiges Instrument, wie ihr optimal rankt. So, und was ihr nicht messen könnt, gibt es nicht. Das heißt, keine Mythen, sondern ihr müsst es validieren können. Ihr müsst es belegen können. Natürlich könnt ihr es nicht immer 100%, bin ich bei euch, ein AB-Test bei eBay ist schwer, aber wenn ihr schon mal überhaupt das Wort AB-Test gehört habt und wenn ihr überhaupt schon mal einen gemacht habt, dann seid ihr schon meilenweit vorne, dann habt ihr schon mehr Erkenntnis als die meisten, die mit ihren Mythen um die Kurve kommen. Versucht es also zu messen. So, was mache ich mit dieser Folie? Wenn ihr Mitarbeiter habt oder auch für euch selbst, ein paar Fragen, die ihr euch einfach stellen solltet, wenn ihr euer eBay-Angebot im Griff haben wollt. Stimmt die Kategorie, stimmt der Titel, was machen die Rezensionen, sind die Bilder in Ordnung, Preisvorschlag habt ihr einen, was sagen die Anzahl der Beobachter im Verhältnis zu den Wettbewerbern, habt ihr die Artikelmerkmale ausgefüllt, stimmen die Artikelmengenratgeber, hat sich erledigt, wie schaut es aus mit Traffic, Besucher, Schreibfehler, habt ihr vielleicht die Chance, Schreibfehler noch mit reinzubringen? Der Christian Otto Kellen bringt im Amazon-Kontext dann immer das schöne T-Shirt, also T-S-C-H-Ö-R-T, T-Shirt. Natürlich kann man diesen Trick, also Schreibfehler, auch bei eBay anwenden. Denn im Grunde genommen hat man genug Platz für Keywords, das aber im fortgeschrittenen Fall. Wenn ihr Traffic haben wollt, seid ihr Mitglied von relevanten Facebook-Gruppen, die eure Verbraucher letzten Endes repräsentieren. Wenn du Antiquitäten machst, wie viele Antiquitäten-Facebook-Gruppen gibt es? Boah, viele. Und wie viel bist du Mitglied? In 25 circa. Zu wenig, wenn es viele gibt. Ja. Ja, es gibt ein Tool, Buffer zum Beispiel. Das kann automatisch posten. Musst du halt mit den Admins nicht gut stehen. Und dass du da eben auch und an reinposten darfst. Und das kannst du dann mit Social Media Tool machen. Wunderbar, ist die Welt perfekt. Und die posten auch, also Buffer postet auch deine eBay-Angebote, wenn es möchtest. Ja, ja, und seid ihr mobil optimiert. Und es ist nicht teuer, Buffer. Also ich glaube, ich zahle 150. Ich mache auch. Wenn ich meine Artikel schreibe, die verteilen sich auch über die ganzen Social Media Kanäle. Automatisch so ein Knöpfchen. Das bei meinem Blog hintenrum eingebunden. So, jetzt kommen wir zu den Fragen beantworten. Sellerhub, also ebay.de/sellerhub, dann aktive Artikel und eBay hat es jetzt geschafft, innerhalb von 6 Monaten das dritte Design zu bringen. Ich habe es gestern Abend extra nochmal kontrolliert. Das ist eine nagelneue Folie von gestern Abend. Michaels Angebote laufen im Übrigen nicht so gut, ne? Nicht verkauft. Wenn du ständig drin rumänderst. Du meinst, ich kann keine sehen, ne? Ja. Okay, gut. Ja, also, mittlerweile haben sie, das finde ich im Übrigen auch großartig, haben sie den prominent gemacht, den Button, also das ist der richtige Weg. Im Übrigen auch toll, dass eBay zuhört. Das ist großartig, diese Änderung hier. Mit Fragen auf 2 gehen, dann zack, auf Antworten gehen und die Frage auch beantwortet stellen. In der Regel habt ihr die Fragen schon beantwortet. Das Blöde ist, dass das ab und an ein bisschen buggy ist und sich hier in dieser Ansicht dann auf einmal ganz, ganz viele Fragen als unbeantwortet darstellen, die sie aber tatsächlich schon beantwortet hat. Also ihr solltet das alle gleich mal kontrollieren und mal schauen, was ihr da habt und die dann entsprechend als beantwortet markieren. So, hast du gemacht? Bitte? Bei dir? Ja. Ich will nur draufklicken, Frau. Ja. Ich freue mich nicht wunder, wenn ich nichts verkaufe. Ja. Okay, dann nochmal der Hinweis. eBay-Verkäuferportal. Bitte, 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 bitte lest dort drin. Schaut es euch an. Überlegt euch einmal, was ihr dort alles für großartige Hinweise von eBay bekommt. Ganz ehrlich, die geben sich viel, viel Mühe. So,
Und jetzt sind wir auch tatsächlich mit dem Basic-Teil zu Ende. Und ich bitte dich, nochmal ganz kurz das Video jetzt auszuschalten.